Berlin-Brandenburg-Duell am zweiten Spieltag der Regionalliga Nordost. Der BFC Dynamo mit Rekordspieler Chris Rehr zu Gast in Babelsberg. André Meyer, der neue Coach der 03er, zuletzt ein 1:1 bei Chemie Leipzig. Andreas Heraf, der Österreicher, hatte das erste Spiel mit seinem neuen Team 2:3 gegen Jena verloren. Tolles Wetter, tolle Stimmung im Karli. Und der Rekordmeister der DDR, der BFC Dynamo, ganz in Weiß, präsentierte sich in der Anfangsphase bärenstark. Wir sind in der 8. Minute, Stockinger mit der Balleroberung, Knežević und dann Rufer Dadaschow. Das hätte schon das 1:0 sein müssen, aber Sebastian Jung, der junge Keeper, der Babelsberger, der den verletzten Bangso vertrat mit toller Parade. Nur eine Minute später, der BFC mit hohem Gegenpressing. Babelsberg konnte sich kaum befreien. Wieder ist der Ball weg, Dadaschow und Knežević diesmal als Vollstrecker knapp vorbei. Ivan Knežević, überragende erste Halbzeit von ihm. Die 30. Minute, der BFC im Vorwärtsgang, Freistoß aus der eigenen Hälfte. Dadaschow sieht Wiesmeier. Wiesmeier auf Stockinger, Knežević, wieder Stockinger und da steht es 1:0. Welch ein schulmäßig vorgetragener Angriff des BFC Dynamo, Tobias Stockinger. Erstes Saisontor für ihn. Applaus von Andreas Heraf für seine Mannschaft. Das war ein toller Angriff. Die Babelsberger in Überzahl, aber immer einen Schritt zu spät, zu weit weg von den Männern. Auch hier Pollasch kann Stockinger nicht am Torschuss hindern. Knežević mit überragender Vorarbeit aus 17 Metern zieht Tobias Stockinger ab und macht das 1:0. Die Führung nach einer halben Stunde hoch verdient für die Dynamos. Tobias Stockinger in der letzten Saison 13 Tore, eine absolute Konstante. Und der gute Sebastian Jung im Tor ohne Abwehrmöglichkeit. Babelsberg fand im ersten Durchgang offensiv im Prinzip nicht statt. Dieser Angriff aus der 37. Minute exemplarisch. Čović auf Gianluca Schulz, aber Crossfade dazwischen. Der BFC hatte defensiv alles im Griff. Applaus von Andreas Heraf. Und sein Team hätte sogar noch höher führen können. Knežević mit dem Freistoß in der Nachspielzeit. Chris Rehr. Gegen Jena hatte er aus ähnlicher Position getroffen. Hier machte Sebastian Jung die kurze Ecke zu. 0:1 zur Pause. André Meyer musste sich was einfallen lassen. Babelsberg wurde offensiver. Bachmann mit der Flanke auf Zeiger, den Innenverteidiger. Bethke zur Stelle. Kein Problem. Nach einer Stunde sensationelles Comeback in der Regionalliga Nordost. Daniel Frahn verletzt mit Meniskusriss, müsste eigentlich am Knie operiert werden, aber die OP hat er verschoben, hat dreimal mittrainiert und meinte Trainer, das geht heute. Die erste Möglichkeit, Frahn ist da gleich mit vorn dabei, Büch, der Nachschuss geblockt. Das ist die 68. Minute, von Čović kommt der Ball, Frahn im Zentrum und dann Büch. Bethke war mit dem eigenen Mitspieler zusammengerauscht, musste kurz behandelt werden. Babelsberg, auch Didos war von der Bank gekommen, Neuzugang aus Zehlendorf, setzt sich da durch gegen Alazave, gegen Wiesmeier. Aber dann kommt in allerhöchster Not Eder, der Innenverteidiger. Das war eine ganz, ganz wichtige Rettungstat gegen den jungen George Didos, der macht das hier sehr, sehr fein, schwer vom Ball zu trennen, lässt Wiesmeier ins Leere grätschen, aber dann Eder stellt den Fuß dazwischen. Die 89. Minute, Silic, auch der war von der Bank gekommen, weiter Ball ins Zentrum. Wieder Didos, Frahn mit dem Kopf, Zeiger mit dem Kopf und Frahn mit dem Fuß. 1:1, eine Minute vor dem Ende, sensationell. Kaum zu glauben, Daniel Frahn, 37 Jahre ist er mittlerweile alt. Über seine Verletzung haben wir gesprochen. André Meyer völlig losgelöst, so wie die Fans im Karli. Didos hier beim Kopfball von Frahn, Zeiger möglicherweise hauchdünn mit der Schulter im Abseits, das allerdings kaum aufzulösen. Dann die Kopfballvorlage von Zeiger, Bethke kommt halbherzig heraus und Frahn bringt den Ball am Keeper vorbei, im Tor unter. Sein Instinkt, sein Torriecher, seine Erfahrung, all das wirft Daniel Frahn hier in die Waagschale und macht in der 89. Minute den Ausgleich. Und Babelsberg hätte das Spiel sogar gewinnen können. 90
plus 5 Freistoß. Babelsberg-Büch wird ausführen, aber Bethke ist zur Stelle, taucht ab ins bedrohte Eck. Leon Bethke, es blieb beim 1:1. Und der Mann des Spiels, natürlich Daniel Frahn, nach seinem sensationellen Comeback. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass es so gut funktioniert. Ich habe jetzt die Woche auch nur 3-mal trainiert und davor halt überhaupt nicht. Mein Meniskus ist gerissen, mein Außenmeniskus, aber ja, irgendwie funktioniert das ganz ordentlich. Ich habe keine Schmerzen, keine Probleme und bin darüber auch sehr glücklich natürlich. Ja, natürlich hat man Respekt vor ihm. Er ist in der Liga bekannt, er hat viele Tore geschossen über die Jahre hinweg. Aber nichtsdestotrotz können wir das verteidigen und das müssen wir uns dann selber ankreiden, weil ich glaube, dass wir auch noch die 5 Minuten hätten überstehen können, um dann das Ding nach Hause zu bringen. Ich glaube, wenn Watt meine Stärke ist, dann ist es ja so die Tore schießen und richtig stehen und Räume erkennen. Und ich glaube, es war so eine Situation, ich habe vorher auch zu Zeigi gesagt, er muss nicht immer so doll köpfen, sondern einfach immer nur den Ball irgendwo reinlegen. Ja, und Zeigi ist ein schlauer Mitspieler, der setzt es natürlich sofort um. Wir waren knapp vor dem Sieg und ich denke, wir hätten auch diesen Sieger verdient und wir hätten ihn auch festmachen müssen, weil den Ball, ohne dass ich es jetzt gesehen habe, bin ich überzeugt, dass wir den auch wegbringen müssen und dann wäre es 1:0 ausgegangen. 5-mal war er Torschützenkönig, fast 300 Pflichtspieltore, aber dieses eine wird Daniel Frahn sicher in Erinnerung bleiben.